6% Rückfettend, 500 Gramm Kokosfett, 90 Gramm Mangobutter, 300 Gramm Distelöl, 200 Gramm Rapsöl, 162 Gramm Nao, 330 Gramm Wasser, 30 Gramm feingeriebene Mandeln, 60 Gramm Mandelmilch, 10 Gramm ätherisches Zimtöl, 25 Gramm ätherisches Orangenöl, 15 Gramm flüssiger Honig, 10 Gramm Kurkuma. 1. Kokosfett und Mangobutter langsam schmelzen, im Anschluss Distel und Rapsöl beimengen. Ätznatron abwiegen und im Wasser lösen. Während des Abkühlens, der Öle und der Lauge die geriebenen Mandeln, Mandelmilch und ätherische Öle abwiegen. Mandelmilch anwärmen und Honig und Kurkuma darin lösen. Wenn die Basisöle und die Lauge eine Temperatur von etwa 40 bis 50 erreicht haben, die Lauge in die Basisöle gießen und alles gut mit dem Stabmixer verrühren. Die Rohseife mixen, bis sich eine Spur bildet. Mandelmilch, geriebene Mandeln und ätherische Öle unterrühren. Die Rohseife in die vorbereitete Form gießen, mit Frischhaltefolie abdecken und mit alten Handtüchern isolieren. Die wärmende Mischung aus Korischem Zimt und Orangenöl passt besonders in die kalte Jahreszeit. Zimt-31 wirkt entzündungshemmend, kann aber in zu T-Größe als großen Dosierungen hautreizend sein. Orangenöl fördert die Durchblutung und sorgt für gute Laune. Die fein gemahlenen Mandeln entfernen aber erstorbene Rissotschuppen, das Elal-Genussmehl wirkt pflegend und feuchtigkeitsspendend. Honig beruhigt und regt die Erneuerung der Haut an. Die Mandelmilch verwöhnt zusätzlich trockene Haut.